willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam für dieses Spiel. Und wir freuen uns heute auf das Achtelfinale in diesem Wettbewerb. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Achtelfinale also bei dieser EM 2024. Und dann schauen wir doch mal. Ich glaube, so eine K.O.-Runde ist immer noch mal ein anderes Kaliber als die Vorrunde. Jetzt spielen auch die Nerven eine immer größere Rolle, eine entscheidende Rolle. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Sie entscheiden sich ebenfalls für ein offensives 4-5-1. Ein Duell der Taktikfüchse. Ich bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. Marcel Sabitzer könnte in dieser heutigen Begegnung wohl wieder mal eine Hauptrolle spielen. Ein klasse Spieler. Im letzten Spiel gab es ja diesen Doppelpack und man spürt, es passt im Moment alles. Selbstbewusstsein ist da, findet immer wieder die Lücken und das Stellungsspiel ist überragend. Balleroberung. Çalhanoğlu. Aktürkoğlu. Und da kommt er an den Ball. Toller Pass. Jetzt könnte hier durchaus was entstehen. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen, das hat er klasse gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Irfan Can Kaveci. Der Ballverlust. Ballverlust.
Flanke kommt. Da kann er erstmal klären. Arda Güler. Ja, es geht weiter. Vorteil. Und jetzt hören wir doch noch den Pfiff. Wird Freistoß geben. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Jetzt die Flanke. Sie können klären. Gute Aktion jetzt. Jetzt Hakan Calhanoglu mit dem Ball. Das ist ein neuer Calhanoglu. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Gut verteidigt. Jetzt können sie über außen kommen. Ist das das Tor? Und das war die erste Hälfte. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Toller Pass. Jetzt könnte hier durchaus was entstehen. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Nee, Ballverlust. Muss es fast sein. Baumgartner. Patrick Wimmer. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Gregoritsch. Das könnte gefährlich werden. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Kollegen bieten sich an. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Jetzt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Nee, der Ball ist weg. Es gibt Abstoß. Jetzt haben sie den Ball. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Und jetzt wollen sie wechseln. Das macht er gut. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Erster Fehler, dann die Parade. War alles drin in der Szene. Aber ich glaube, diese Szene wäre vermeidbar gewesen. Vielleicht eine kleine Unkonzentriertheit. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gregoritsch.
Anspiel kommt gut. Guter Spielaufbau. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Viel Platz jetzt auf außen. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Vielleicht der Ausgleich. Tor, 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 sie machen es doch noch. Hier nochmal die Wiederholung des Tors, wir sehen den Konter. Und dann kommt dieser Hammer, da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und es bleiben noch 5 Minuten. Da ist er alleine durch. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Ja, es gibt keine Karte. Aber eins ist klar, noch so eine Aktion und dann reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Da können Sie klären. Das ist der Schlusspfiff. Es geht für Sie also weiter hier bei der EM 2024. Sie sind hier in der nächsten Runde. Wir haben hier ein sehr interessantes Spiel erlebt. Knapper Sieg am Ende, damit sind Sie weiter und wer weiß, was noch geht. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Toller Pass. Jetzt könnte hier durchaus was entstehen. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Viel Platz jetzt auf außen. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Vielleicht der Ausgleich. Tor, Tor, Tor. Sie machen es doch noch. Da ist er alleine durch. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor.